So, wir sind jetzt wieder hier. Pause ist beendet und jetzt gucken wir uns mal weiter um. Wir haben jetzt alles abgesucht nach diesem verdammten Spielzeug. Vielleicht hat der Hund das auch einfach nur in der Schnauze. Wow. Nee, Marty sagt nur wow. Was ist nun mit dem Das ist eigentlich Spielzeug? okay. Haben Sie alle gefunden? Sehr Ja. gut. Eine Sorge weniger, wenn Sie wüssten, wie müde ich bin, Clara. Moment. Alle? Ich dachte, wir brauchen fünf. Vielleicht Wir wäre hatten ein doch nur bisschen vier. Ruhe. Ausruhen allein würde nichts bringen. Was ich brauche, ist Abwechslung. Irgendwohin verreisen, so weit weg wie möglich. Oh, einen Tag ohne Scott wäre schon sehr erholsam. Sie scheinen sich nicht sehr gut mit ihm zu verstehen. Seit dem Tod seiner Mutter kann Scott mich nicht ausstehen. Ich weiß nicht warum. Es ist doch nicht meine Schuld, dass Jessica Wooden mich nicht leiden konnte. Ich kann auch nichts dafür, dass mich Nelson Sullivan mag. In Wahrheit ist Scott eifersüchtig. Er hätte gern die Zuneigung seines Vaters für sich allein. Bedauerlicherweise für ihn bin ich auch noch da. Ich verstehe, Mrs. Doherty. Auf Wiedersehen, Clara, und nochmal danke. Okay, das gab jetzt 50 Token. Ja. Also, wenn das so war, dass die Mutter die Affäre mitbekommen hat, dann kann man auch verstehen, dass Gott die absolut nicht ausstehen kann. Mein Gott. Ist ja wohl selbstverständlich. Ach, der sitzt auch wieder an seinem Scott ist Platz. nicht sehr gespannt. Okay, gesprächig ist auch nicht mehr dran. Das heißt, ich glaube, es ist soweit, dass wir wieder unsere Aufgaben nachgehen können. Naja, dann kann ich ja wieder mit in die Eingangshalle laufen. Denn wir müssen jetzt ein neues Projekt, glaube ich, machen. Das eine haben wir erfolgreich erledigt. Das. Was haben wir denn Schönes? Beige Jet-Set-Brille? Golden glänzende Handtasche. Ich glaube, das nehmen wir einfach mal. Ich frage mich, werden wir gefahren oder fahren wir diese Limousine? Goldene glänzende Handtasche. Ich glaube, das ist die einzig goldene. Obwohl die auch sehr schön ist. Kostet nur 15.
was Make-up angeht, haben wir soweit alles. Naja, das ist mir noch zu teuer. Was gibt's hier noch halbwegs günstiges? Der ist recht günstig. Den können es ja auch noch so. Okay, es fehlt uns nicht mehr viel. Dann haben wir bald schon alles hier aufgekauft. Umso besser ist das. Dann können wir mehr Aufträge annehmen, ohne dass die schief gehen. Dann begeben wir uns doch gleich mal dahin. Also, Missy Sinosovic, Sie werden wohl verstehen, dass ein Mädchen wie ich ja nicht selbst zu schminken braucht. Ich lasse mich doch nicht auf dieses Niveau herab, deswegen machen Sie das ja. Und denken Sie daran, ich liebe Gold und die Farbe Orange. Oh ja, und Videobalken bekommen wir es. Champagner oder Vanille? Na gut, doch ein bisschen heller. Ich denke mal, das passt besser. Ja, das ist nicht ganz so dunkel. Obwohl ich jetzt liebend gerne noch eine Fratze verpassen würde, so wie den anderen. Denn wer so ein Großmaul hat, verdient es eigentlich nicht. Aber komm, wir sind mal nicht nachtragend. Und schminken diese blöde Kuh einfach, damit sich das erledigt hat. Bleibt der Renter? Wieder einmal ist das ein bisschen heller, aber ich finde, hätten wir noch heller genommen, sähe es furchtbar maskenhaft aus. Also gut, welchen Balken hätte sie denn gerne? Gelb-Orange? Wo ist es denn? Ach da. Das können wir besser. Obwohl die es nicht verdient hat. Oh. Okay, das sieht eindeutig schon ein bisschen besser aus. Ist zwar noch balkig, aber mein Gott. Die war ja auch unfreundlich. Genauso wie der Lippenstift jetzt gelb-orange wird. Hey. Ups. War kein bisschen mit Absicht.
Okay, das wäre erledigt. Diese Frau ist immer noch furchtbar. Gelb-orange? Meine Güte. Achso, und sie möchte Pailletten haben, bevor wir das vergessen. Wie dick ist der Paillettenstift, bitte? Geht aber auch dezenter, oder? Dass es immer diese scharfe Ecke hier bilden muss. Egal, damit können wir leben. Dann war jetzt gelb-oranger Lidschatten. Das war wieder eine Einzelvorgabe. Ach, soll die sich nicht so anstellen? Und schwarzen Kajal. Oh, das war doch diese schöne Farbe. Was wollte sie für Kontaktlinsen drin haben? Grün. Da ich Kontaktlinsen eh nicht so mag, also kein Fan von bin. Sie kann ruhig hellgrünere haben. Das ist ein schöner Kontrast zum Orange. Okay. Man kann es angucken. Lange Haare gebürstet, geglättet und goldblond. Das ist diese ganz hässliche Frisur. Diese an den Kopf geklatschte. Oder? Ja, lang und geglättet. Finde ich übrigens nicht gut gelungen. Nägel gefeilt. Diesmal gefeilt. Gelb-oranger Nagellack und Sticker sind freier Auswahl gelassen. Endlich. Manchmal dauert das hier aber auch ordentlich lange mit den Nägeln. Dauert aber lange hier. Okay. Endlich ist das Ding runtergefeilt. Knallorange, gelb-orange. Das ist das erste Mal, dass wir gelb-orange Nägel machen. Aber wir werden immer besser, wir verschmieren viel weniger. So. Ich finde, mir ist das recht gut gelungen. Was sagt ihr dazu? Ich weiß, Eigenlob stinkt, aber das muss manchmal. Jedenfalls in diesem Spiel, das ist ja sowieso von Eigenlob nicht ausgeschlossen. Ich bin noch gespannt, was sich zwischen
Scott und Kim so alles entwickeln wird für einen Streit. Oh, jetzt haben wir, glaube ich, alle Nägel. Jetzt ist die Frage, was wollte sie noch haben? Sticker war freie Auswahl. Ich denke mal, wir machen hier noch irgendwie einen Stein drauf. Zum Beispiel diese Harttropfen auf ihren Stinkefinger. Okay. So, sonst wär's das. Damit können wir bestätigen. Ich weiß zwar noch nicht, wo uns der Stern jetzt wieder gefehlt hat, aber das Spiel will uns gerne mal ärgern. Naja. Ach stimmt, ich war ja noch nicht fertig. Jetzt fangen wir mit dem Styling an. Oh, diese Haare. Ein Mädchen wie sie, die kennt diese Art Partys bestimmt nicht, aber die Jet Set Paillette ist die Party schlechthin. Deswegen rate ich ihnen für mein Kleid, dass sie sich besser selbst übertreffen, sonst kriegen sie es mit meinem Vater zu tun. Ach Gott, das ist ja lachhaft. Sie möchte ein eng anliegendes Bustier und enge Hüfthose aus glänzendem Stoff. Naja, die glänzt auf jeden Fall. Ich glaube mal, die lassen wir so. Und dann möchte sie ein enges Bustier. Das ist schon richtig so, wie das ist. Das glitzert auch ordentlich. Ich denke mal, das lassen wir sogar. So, was meint ihr? Kein Aufdruck, aber alles in Gold. Pfennigabsätze in Gold. Haben wir noch andere Pfennigabsätze? Die wären jetzt Gold gewesen, das ist ärgerlich. Aber hier haben wir noch Gold, wir können uns noch weiterhelfen. Ach wunderbar, der Tag ist gerettet, sie hat ihre hässlichen goldenen Schuhe. Sie möchte diese beige Jet-Set-Brille und goldene glänzende Handtasche. Dann aber bitte in beige und eine glänzende goldene Handtasche. War das die hier? Okay, das ist wohl die einzig goldene. Farben natürlich Gold, wie kann man das vergessen? Ernsthaft alles in Golden?
Ups. Okay, wir gucken nochmal in den Vorgaben. Sind nicht ganz golden. Ich glaube, das liegt an der Hose. Jetzt haben wir es geschafft. Es hat aber auch keinen Stern dazu getragen. Woran das mal wieder liegt? Keine Ahnung. Ich glaube einfach, weil das Model wählerisch ist. Wir belassen es dabei, bevor es noch weiter schief geht, und bestätigen. Schon wieder ein harter Arbeitstag bei Sullivan's Style Factory. Noch ein Tag bis zur Abgabe der Sommerkollektion. Ich hatte bereits 18 Stunden nonstop Arbeit hinter mir und wollte nur noch eins. Ein schönes, warmes Bad und meine Lieblingsmusik. Ich lief an Scotts Büro vorbei. Namen Scott. Hallo, Clara. Immer noch bei der Arbeit, wie ich sehe. Ich habe vor der Präsentation noch 1000 Sachen zu erledigen. Den Schlaf hole ich wohl im nächsten Leben nach. Kann ich helfen? Das ist lieb, aber ruh dich lieber aus. Du hast auch viel gearbeitet. Ich bin nicht müde. Lügnerin. Ja, du hast recht. Ich bin K.O. Aber ich kann noch 1 oder 2 Stunden bleiben. Das ist lieb. Also, wenn du mir helfen möchtest, könntest du den Versammlungsraum für die Präsentation zu Ende vorbereiten. Es ist keiner mehr da, der sich darum kümmern könnte. Und ich habe keine Zeit. Gern. Was genau muss ich machen? Schau dir dieses Bild an. Das ist der Aufbau, wie ihn sich unser Designer vorgestellt hat. Die Gegenstände müssen im Saal platziert werden. Kannst du sie holen und am richtigen Platz im Saal aufstellen? Schon erledigt. Sehr gut. Hier meine Handynummer für den Fall. Und die von meinem Vater. Aber gib sie niemandem, verstanden? Die sind geheim. Okay. Okay. Wo ist jetzt das Bild? Haben wir das ins... Achso, das Foto hängt sogar im Versammlungsraum. Da will man doch nur noch in die Badewanne hüpfen und ist fertig vom Tag. Was ist? Ach ja... Clara, du Verrückte, du machst noch alles mit. Naja, so ist sie halt, was? Ach so. Also, 3 Fähnchen hier oben. So Standwerbung. Das kriegen wir hoffentlich so hin. Ist ja nicht ganz zu schwer. Ich weiß noch nicht, wo die Sachen sind, die wir holen müssen. Stehen die zufällig auf der Terrasse? Oh nein. Ach so, hier wollte die baden? Ihh, Clara. Jetzt nur eine Frage, woher bekommen wir die Sachen? Bitte nicht im ganzen Haus verteilt. Nein, das ist abgeschlossen. Abgeschlossen. Im Inventar haben wir das auch nicht, aber wir haben 2 Zuckerstücke. Okay, wo geht's jetzt hoch? Gebäudeplan. Alles abgeschlossen. Vielleicht in der Eingangshalle. Ach so, ja, genau. Nein, ich habe schon genug. Ach komm, ernsthaft. Das heißt, dass man nochmal hier hin muss? Das kann ich niemals alle... Aber wenigstens haben die eine Begrenzung, was das Tragen angeht. Wäre auch unlogisch, wenn die wirklich da alles ins Inventar quetscht. Was auch jetzt schon allgemein unlogisch ist, dass die überhaupt so viel reinkriegt. Okay, ich hätte jetzt lieber nach der Reihenfolge gegriffen. Aber nun denn. Okay. Wir haben, glaube ich... Gute Frage, was haben wir denn da gegriffen? Ich glaube hinten diese Banner. Ich guck nochmal nach.
Genau, Banner und ein Teppich. Ach genau, der Teppich. Ich denke mal, hier liegt der Teppich. Jedenfalls sieht das so aus. Vielleicht auch nicht. Kann sein, dass der Teppich auf Position Nummer 2 liegt und die Blume auf 6. Wir machen es mal auf Position 2. Den Teppich. Ich glaube, das sieht besser aus. Position Nummer 8. Ach, ich vergesse mal auszuwählen. Oh. Position Nummer 7. Ach genau, das waren alle Sachen. Wir müssen jetzt zurück zur Eingangshalle. Okay, wir schleppen wieder zwei Banner hoch. Oh ne, gar nicht, nur eins. Kann die noch mehr tragen? Das ist hier die Frage. Ich erwarte kein Paket. Ich brauche... Das kann ich niemals... Okay, dann müssen wir nochmal laufen. Was man nicht alles für Scott tut... Oh, was hier nicht sowieso alles für Kim und... Ja gut, so ist das halt. Das ist ein Job. Die ist nur einfach sehr höflich und nett. Nur muss man da aufpassen. Das kann auch gern mal ausgenutzt werden. Okay, die Pflanze steht. Hier kommen wahrscheinlich die Puppe hin. Soweit so gut. Das letzte Mal ins Erdgeschoss. Schild und Schild. Und zurück ins 12. Stockwerk. Mist, ich glaube, wir haben ein Banner vergessen. Da müssen wir nochmal zurück. Ich schussel. Jetzt ist die Frage nur. Wo liegt das Banner? Ach nee, wir haben das doch im Inventar. Hätten gar nicht zurückgemusst. Mein Fehler. Schnell wieder zurück ins 12. Erdgeschoss. 12. Geschoss, das hat keiner gemerkt und auch gerade keiner gehört. Okay. So, die letzten drei Sachen aufstellen. So, wenn das nicht gelungen ist, dann weiß ich auch nicht.
So, jetzt können wir, da wir Scotts Handynummer haben, den auch anrufen. Das geht schneller. Endlich fertig. Deswegen brauche ich nicht anzurufen. Sein Büro ist ja nicht weit. Okay. Hast recht, durch die Teleportationsfunktion in Scotts Büro. So, ich bin fertig. Perfekt. Schauen wir uns das mal an. Ja, super. Nichts fehlt. Du hast gute Arbeit geleistet. Dank dir werde ich heute vielleicht früher ins Bett kommen. Ich weiß nicht, wie du das aushältst. Ich hätte längst aufgegeben. Eine Frage der Gewohnheit. Und außerdem stelle ich gern unsere Kunden zufrieden. Wenn ich ein junges Mädchen sehe, die voller Stolz ihre Sullivan Styles Factory Jeans trägt, weiß ich, dass ich nicht umsonst gearbeitet habe. Leider teilen nicht alle Kollegen diese Ansicht. Wofür arbeiten Sie dann? Für das Geld natürlich. Du kannst dir nicht vorstellen, was sich manche Leute ausdenken, um sich die Taschen zu füllen. Kim ist die cleverste. Wenn ich dir sagen würde, was ich alles über sie erfahren habe, würdest du deinen Ohren nicht trauen. Wenn ich das Unternehmen leiten würde, würde es anders aussehen. Man sagt, dass du, wenn es um Geschäfte geht, sehr streng bist. Strenger noch als Nelson. Ja, ich weiß. Ich habe dieses Image. Hast du auch diesen Eindruck von mir? Nicht mehr. Clara, ich muss dir etwas gestehen. Seit einigen Tagen... Ich auch. Oh. Das ist ja sehr romantisch. Tja, wir haben gerade noch für Scott die Sachen erledigt und da kam schon die Liebeserklärung. Ach je, Leute. Ist das schön. Junge Liebe. Na gut, aber soweit so gut die Arbeit ruft, es muss weitergehen. Die Modenshow. Das Model hat ja jetzt schon ein paar Tage auf uns gewartet. Gut, dem ersten Anschein nach sieht es nicht allzu schlecht aus. Um sicher zu gehen, werden sie mir eine kleine Vorführung machen. Ein Privatdefilé, damit ich das Outfit beurteilen kann. Oh, sie ist schon deutlich netter. Vielleicht hat der Tag Warten ihr gar nicht so geschadet. Auf jeden Fall immer in den falschen Zeiten ab. Und das Model hat keinen Popo. Aber egal, wir haben volle Sterne. Haben jetzt noch die Auswahl an Fotos.
Naja, wir nehmen jetzt einfach mal das. Wir machen das einfach mal so. Fertig. Damit ist das hier wieder mal eine Qualitätsarbeit. Mit einem Stiermann und Frauenfedern haben wir bekommen. Ich glaube, das hatten wir aber schon. Na gut. Gut, sie ist zufrieden. Was ihre Vergütung angeht, regeln sie am besten selbst mit meinem Vater. Ich trage, er zahlt. Na dann. Eine verwöhnte Göre. So, es ist der 10. März. Wir sind ziemlich weit gekommen. Tut mir leid. Der hat wahrscheinlich immer noch keine Zeit. Ist ja auch nicht schlimm. Aber wisst ihr was? Ich denke mal, wir haben jetzt hier Zeit für eine Aufnahmepause. So auf jeden Fall am Knistern zwischen Scott und ihr. Und wir werden sehen, was die nächsten Folgen so ergeben. Bis dahin. Tschüss.